Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Blatt Grün. Ich habe Psy ein wenig nicht trainiert. Ja, es tut mir leid. Ich habe es zeitlich nicht hinbekommen. Könnte ich sagen. Wenn ich ehrlich bin, ich habe es vergessen. Ja, und jetzt stehe ich dann zeitlich tatsächlich unter Druck ein bisschen mit der Aufnahme. Und deswegen müssen wir Psy jetzt hier ein bisschen weiter trainieren. Ist aber hoffentlich nicht weiter schlimm, denke ich, oder? Ich glaube, das können wir alle irgendwie verkraften. Waren wir hier schon? Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich die Pokémon geheilt, wie ihr gesehen habt. Doch, doch. Die Ebene hatten wir auf jeden Fall schon, genau. Dann können wir noch eine höher gehen und regeln dann das Ganze hier so ein bisschen. Und vielleicht kann Psy hier auch bald schon mithelfen. Eindringling gesichtet. Denn ich meine, am Anfang erreicht es ja auf jeden Fall noch sehr, sehr schnell Level. Und dann können wir es auf jeden Fall ein bisschen nachher... Ja, auch kämpfen lassen, denke ich. Keine Ahnung, wie das so laufen wird. Rettern hat schon Bedroher. Okay. Sieht jetzt eigentlich noch nicht so bedrohlich aus. Aber egal, was soll's. Wir könnten als allererstes, ja, Ferdinand einsetzen, würde ich mal sagen, ne? Mann, ey, Susch braucht echt... Susch wurde in den Kommentaren so ein bisschen wieder in Schutz genommen. Ist ja natürlich klar, es wird jedes Pokémon, was ich kritisiere, in Schutz genommen. Und zwar mit der Begründung... Bald lernt es Rasierblatt und dann wird es zu seit 10 Jahren. Aber ganz ehrlich, dann kann es immer noch nicht viel ausrichten, weil es eben, weil selbst Rasierblatt ist eine passable Pflanzenattacke, aber bei weitem noch keine gute. Und das ist eben das Problem an der ganzen Sache. Das wird halt, ja, nie so richtig das Over-Pokémon sein und hat halt auch wirklich eine geringe Toleranz. Wer kämpft da gerade? Warte mal, wir können ja nochmal zurückgehen, ne? Tragosso, oh, okay. Da würde sich Susch ja sogar anbieten, wenn jetzt nicht unbedingt eine Bodenattacke... Ja, genau, Knochenmerang. Davor hatte ich eigentlich am meisten Angst gerade. Aber egal. Zweimal getroffen, okay. Gut, dann Rankenhieb. Ich hoffe, das reicht. Aber, ja, seht ihr, Rankenhieb zu schwach auf ein sehr effektives Pokémon, was jetzt nur ein Erstentwickler ist, sozusagen. Einer in der ersten Stufe der Evolution. Susch, ich habe echt... So ein bisschen Angst um dich, muss ich zugeben. Level 36. Als nächstes wird Zubat in den Kampf geschickt. Zum Beispiel gegen Zubat könnte man Psy eigentlich schon kämpfen lassen, mal, glaube ich. Weil Zubat halt wirklich nicht sehr, sehr stark ist. Aber ich will halt auch das Risiko nicht eingehen. Gebe ich ganz, ganz, ganz ehrlich zu. Weil mir Psy doch sehr, sehr wichtig ist. Es wäre jetzt nur Superschall gewesen, aber wahrscheinlich wäre Zubat schneller gewesen als Aerodactyl und dann hätten wir uns ein bisschen selbst verletzt und dann hätte ich so oder so gewechselt. So wäre es wahrscheinlich gekommen. Anstattdessen greift sich jetzt Ferdinand halt selbst an, aber... Ja, okay, Flügelschlag hätten wir wahrscheinlich überlebt. Ja, wobei, es ist halt doch ein krasser Levelunterschied noch dazwischen. So 15 Level oder so ist schon heftig. Von daher müssen wir Psy im Moment noch ein bisschen trainieren. Level 14. Und hoffen, dass er ein paar Angriffs-EVs irgendwo abstauben kann. Auch, ja, Rettern und Arbor könnten da gute Gegner sein, auf jeden Fall. Wer oder was bist du? Ich bin der Allerbeste. Zumindest, wenn man sich so ein bisschen meinen Song anhört. Kam eigentlich ein Video schon mal danach? Nee, ne? Warte mal, am Mittwoch. Challenge Me kommt mittwochs, ne? Zusammen... Mit Pokémon? Hä? Nee, dienstags kommt Challenge Me. Mann, ich bin gerade total durcheinander. Ja klar, dann kam schon der Pokémon-Folge danach. Nach meinem grandiosen Song. Das Team Rocket hat die Kontrolle über Silph-Co. übernommen. Ach nie. Meinst du wirklich? Damit hätte ich jetzt aber fast gar nicht gerechnet, mein Freund. Fast gar nicht. Doch, eigentlich schon. Eigentlich schon. Das war relativ offensichtlich. Boah, hier reizt es mich auch schon wieder, einfach mit Flügelschlag raufzuhauen. Aber... Macholo ist natürlich ein sehr gefährlicher Gegner. Das können wir nicht machen. Wir setzen mal Gary ein. So, Bedroher vermindert den Angriff. Vergeltung. Oh, Vergeltung schon wieder. Das wäre natürlich übel geworden, wenn wir tatsächlich schneller gewesen wären. Ein Flügelschlag hätte vielleicht noch nicht ausgereicht. Hätte schon übel enden können, ne? Level 25 setze ich mir mal so als Ziel. Dann können wir Psy vielleicht kämpfen lassen. Zumindest gegen die Pokémon, die hier so gerade am Agieren sind. Ja, keine Ahnung, ob wir es überhaupt bis dahin schaffen, hier noch in diesem Gebäude. Ich weiß es nicht so richtig. Ich denke, Gary ist auch wieder eine ganz gute Alternative auf jeden Fall, weil wir eben Biss zur Verfügung haben oder Stärke oder... Oh nein, nicht Giftwolke. Ah, das ist schon mal schlecht. Aber okay.
Ja, okay, durch Gift auch gleich Schaden erleidet. Wie viel? 15 KP. Das ist doch eine ganze, ganze Menge. Deswegen würde ich das Traumato schon sehr gerne besiegen, aber das hat leider nicht gereicht. Hätte ich mal auf euch gehört, ne? Und hätte Gary Schattenglas gegeben, aber ich vergesse es immer wieder. Dann hätte Biss auf jeden Fall gereicht. Ah, schon ein bisschen böse, schon ein bisschen übel. Aber egal, wir werden Gary den zweiten jetzt einfach ganz leicht heilen und dann passt das schon. Ah! Ja, du kannst knurren, so viel du willst. So, wir gehen jetzt mal hier in meine Items rein, ne? Und dann haben wir hier das Schattenglas, ne? Und das geben wir dann einfach mal dem Gary. Genau, und dann brauchen wir allerdings auch noch ein bisschen Gegengift oder sowas in die Richtung. Top Genesung, Top Leber können wir nach wie vor verkaufen. X Tempo. Gegengift, hier haben wir doch was Schönes für dich. So, kannst du mal nehmen. Alles klar. Haben wir eigentlich auch noch irgendwas, was wir Aerodactyl halt geben könnten, falls es mal irgendwie in so einer schwierigen Situation steckt? Schutzband, ein Item, das ein Pokémon trägt. Es kann wilde Pokémon abhalten. Ja, ansonsten haben wir jetzt hier nicht so das Genialste, ne? Was haben wir so an Bären eigentlich? Mal da kurz reingucken. Jonagon und Maronbeere. Ist jetzt nicht so das Nonplusultra an Attacken, ne? Okay, hier hinten ist auch kein Trainer mehr. Oh, ist das gerade für ein ekliges Piepsen gewesen in der Musik. Schon voll schmerzhaft. Waren wir hier unten schon? Ja, doch, gegen dich haben wir schon gekämpft, ne? Richtig? Ja. Gut, einmal umkreist. So, weiter geht's nach oben. Ich glaube, Ebene 5, also 5. Nee, das ist schon dieser Stock, ne? Der 4. schon, wo wir den Türöffner tatsächlich bekommen. Okay, dann mal los. Zolle dem Team Rocket gefälligst mehr Respekt! Ja, würde ich tun, wenn ihr zum einen irgendwie Ziele verfolgen würdet, für die man auch Respekt, empfinden könnte, so wie für Team Aqua oder Magma. Die haben immerhin ihre eigene Theorie so ein bisschen und verfolgen die und da kann man das schon so ein bisschen nachvollziehen, aber wen setze ich jetzt ein? Eine Psychoattacke könnte schmerzhaft werden. Könnte äußerst schmerzhaft werden, aber Gary traue ich das eigentlich am ehesten zu, das zu überleben. Bitte jetzt Kopfnuss. Bitte Kopfnuss, keine Konfusion. Meditation, okay. Steigert den Angriff, oder? Angriff steigt. Okay, das heißt, der Angriff ist wieder im Prinzip auf dem normalen Wert. Wir hätten vielleicht Biss einsetzen sollen, ne? Aber okay, Stärke reicht auch. Jo, okay, sehr gut. Dann können wir nochmal mit Stärke raufhauen und dann ist Hypno besiegt. Das ist so ein bisschen das Risiko, was wir hier haben, wenn wir hier Psy trainieren, wenn wir auf einen starken Gegner treffen. Dann müssen wir erstmal ein Pokémon finden, bei dem wir überhaupt wechseln können. Level 15 für Psy und er lernt Biss. Okay, cool. Nächstes Mal kannst du gegen Hypno kämpfen. Auf Level 5. Hust, hust. Ah, okay, das könnte knifflig werden. Da mir das eben gerade schon ein bisschen zu heikel war und ich ja gesagt habe, dass ich ein wenig mehr auf Nummer sicher gehen möchte, möchte ich gerne einen Supertrank verwenden, um Gary wieder ein bisschen auf die Beine zu peppeln. Denn mit vollem KP würde es eine Psychokinese oder sowas sicherlich überleben können. Du hast Elektro-Pokémon, glaube ich, ne? Okay, das könnte vielleicht was für Susch sein. Mal schauen. Was? Wer hat denn das Kind reingelassen? Tja, die Tür stand offen. Okay, ein Jongleur. Vielleicht ist er auch Kadabra. Kadabra. Ah, Kadabra ist auch so ein Pokémon, was mich reizen würde anzugreifen. Aber das ist auch sehr schnell. Wir sind gegen Psychoattacken so dermaßen anfällig, ne? Das geht gar nicht. Geht gar nicht. Weil auf Ultrigaria sehr effektiv, auf, Genesung. Cool, dankeschön dafür. So, wir setzen mal Biss ein. Dürfte ja eigentlich... Reicht nicht. Ah. Mann. Hätte ich jetzt aber gedacht. Durch sehr effektiv. Biss ist auch nicht so schwach. Und Schattenglas. Hätte ich gedacht, das reicht. Aber scheinbar nicht. Okay, beim nächsten Mal dann Stärke einsetzen wieder. Alles klar. Gut. Psy Level 16. Sehr schön. So muss es weitergehen, mein Junge. So muss es weitergehen. Pantymosk wird eingesetzt. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht so die derbe Herausforderung für uns. Von daher passt das schon. Das kriegen wir auf jeden Fall gebacken. Wieder auf Gary, oder? Wen sonst? Zauberblatt kann es aber, glaube ich, ne, oder? Ja, Zauberblatt. Ist aber nur Stärke 60, wenn ich mich nicht irre. Und ist nicht wirklich stark, wie wir gerade gesehen haben. Ich glaube, die Spezialverteidigung von Pantymos ist deutlich höher. deutlich höher als die Verteidigung. Und von daher
Greifen wir einfach mal auf die Verteidigung an und dann passt das. Nein, das Kind hat mich besiegt. Oh Gott. Das ist peinlich, mein Junge. Das ist echt peinlich. Da würde ich mir jetzt aber Gedanken machen, ob das nicht vielleicht der falsche Job sein könnte, den du da gewählt hast. Du hast aber Elektro-Pokémon. Wir entwickeln in diesen Labors neue Pokebälle. Okay. Burkhardt. Magneton. Ah, shit. Ich hätte jetzt gesagt, können wir ja auf Susch wechseln. Naja, aus die Maus. Susch hat dagegen nicht wirklich eine Chance. Aber Ferdinand auf jeden Fall. Mit Schaufler ist das Ding auf jeden Fall gerissen. Ich überlege auch gerade so ein bisschen, ob mir so ein kleines Themachen einfällt, über das wir so ein bisschen nebenbei quatschen können. Oftmals bringen mich ja irgendwelche Trainer irgendwelche Aussagen zu kleinen Themen, aber im Moment ist das noch nicht so der Fall. Auf jeden Fall kam Aerodactyl bei euch sehr, sehr gut an. Das freut mich natürlich, denn es ist schon ein ziemlich cooles Pokémon. Auf jeden Fall, eben weil es so schnell ist und weil es halt einen hohen Angriff hat und auch noch durch den Gesteinstyp relativ viele Schwächen, also Stärken hat. Stärken, oder? Also so, dass Attacken halt oft nicht sehr effektiv dagegen sind. Ich würde... Ja, Gary, komm. Den Angriff erstmal wieder schwächen. So, komm, Bedroher. Beschleunigen wir mal auch. Hauptsache, wir werden nicht schon wieder vergiftet. Das ist gerade so ein bisschen der Nachteil, dass wir immer wechseln müssen. Ah, shit. Ja, aber okay. Smogon sollten wir vielleicht mit einer Stärke besiegen können. Bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass das klappt. Ja, klappt auch. Okay. Und dann müssen wir jetzt, dürfen wir jetzt halt nicht mehr auf Gary wechseln, sondern auf wen anders. Level 17 schon. Es kommt langsam so in die Gebiete, wo es auf jeden Fall kämpfen könnte. Ja, Psy auf jeden Fall. 56 KP auch schon. Also KP-mäßig auch ziemlich gut drauf. Sieht schon erstmal ziemlich beeindruckend aus, das Pokémon, finde ich. Wir wechseln jetzt auf Susch, hätte ich jetzt gesagt. Schade. Wieder nichts für Susch. Dafür aber Ferdinand. Und Ferdinand wird ja kein Problem dagegen haben. Schaufler. So. Die Zeit, wo wir in der Erde sind, können wir natürlich beschleunigen, denn hier wird nichts weiter passieren. Magnetilo hat, glaube ich, kaum eine Attacke, womit er sich selbst stärken kann. Von daher ist das jetzt nicht so... Smogmog. Ich lasse Smetty kämpfen, ohne dass ich Psy vorher einwechsle, weil Smogmog eben eventuell Finale oder Explosion kann und deswegen sollten wir das schnellstmöglich fertig machen. Und zwar mit dem Pokémon, was wir eben zur Verfügung haben. Ganz klar. Lange Fackeln könnte ja äußerst schmerzhaft werden. Oh, Rauchwolke zum Glück nur. Boah. Gibt's auch keinen besseren Gegner dafür als Smetty, weil Facettenauge und so, ihr wisst, ne? Ihr versteht schon. Oh, Entschuldigung. Gut. Smogmog auch besiegt. Ich habe Angst vor Smogmogs. Und vor Elektroballs und sowas. All das, was halt Explosion kann. Finito. Aus und vorbei. Ist auch gut so. Ist auch gut so. Ach ja, vergiftet schon wieder. Ätzend. Ätzend. Gegengift. Okay. Gary, komm. Heile, heile machen. Ich muss übrigens den nachfolgenden Part auch wieder am Stück aufnehmen, weil ich jetzt übers Wochenende ein wenig weg bin. Und da muss ich halt, wie gesagt, mit Freitag und Sonntag zusammen aufnehmen. Wir gehen mal hier rein. Und gehen aber sofort wieder raus. Und kämpfen jetzt gegen den Trainer. Der hat einen A-Box, soweit ich weiß. Ich hörte, ein Kind läuft im Gebäude herum. Da hast du wohl anscheinend richtig gehört. Ich bin hier vom Praktikum habe ich hier. Praktikum bei der Silvco. Sie sehen zwar sehr nett aus, ihr Männer in Schwarz, aber ich glaube, sie arbeiten hier nicht wirklich, oder? Sind sie so Hausmeister? Wo finde ich denn die Leute, die hier wirklich arbeiten? Mit denen könnte ich dann ja mal sprechen, weil ich muss ja hier arbeiten, mein Praktikum erledigen. Glaubt ihr mir nicht? Glaubt ihr mir nicht? Ihr seid Team Rocket, natürlich glaubt ihr mir das. Ihr seid dumm wie Scheiße. Ah, okay, Giftschachtel. Wetten? Wetten wieder vergiftet? Komm, Gary, zeig's uns. Nein. Okay. Stärke, würde ich sagen. Einfach rauf da donnern. Dürfte einigermaßen was abziehen, ne? Kann man schon so sagen. Dann greifen wir jetzt auch mal mit Biss an. Zeige ich dir mal, wie so ein ordentlicher Biss aussieht. Einfach den Kopf weggebissen von diesem Arbok. Tja, dann kann es nicht mehr rumzappeln und nicht mehr kämpfen. Schluss, aus, vorbei. Das ist vorbei, habe ich mal dazu gedichtet. Denn der Kampf ist jetzt vorbei. Tut mir leid. Türöffner gefunden. Yay. So, und jetzt, wie gesagt, kommt meine Taktik, hier alle Trainer abzugrasen, zum Einsatz. Wir haben den Türöffner.
Und jetzt gehe ich halt wieder nach unten, auf die unterste Ebene. Beziehungsweise könnte ich halt hier auch schon mal alles durchsuchen, ne? So, wer bist du? Du bist, glaube ich, ein Gefangener. Hallo? Ein Eindringling mischt das Team Rocket auf. Das bist du, oder? Ja. All deine Hoffnung liegt in meinen Händen, ich weiß. So, okay, hier haben wir auch nochmal einen Gegner auf jeden Fall. Erstmal holen wir uns das Item-Protein. Wir können eigentlich... Können wir unser Aerodactyl so ein bisschen mit Protein vollpumpen, ne? So ein paar EVs reindrücken. Calcium brauchen wir auf jeden Fall nicht. Wer könnte denn Calcium eigentlich gebrauchen? Smetty auf jeden Fall, genau. Geben wir Smetty noch ein paar Spezialangriffs-EVs. Und Eisen. Eisen. Wer könnte Eisen gut gebrauchen? Gary setzen wir oft so gegen so Verteidigungsviecher ein, ne? Könnte also ein paar Verteidigungs-Dinger brauchen. Protein drücken wir jetzt einfach mal Aerodactyl rein. So. Machen wir auch gleich nochmal. Hast du schon 20 EVs auf Angriff. Das sind dann schon, wie viele Werte? 4 EVs waren ein Wert, ne, glaube ich. Also 5. 5 Angriffspunkte mehr dann auf Level 100. Das ist schon ganz angenehm. Okay, dann kämpfen wir jetzt gegen dich. Nachdem wir uns so ein bisschen aufge... du bist tatsächlich einer. Diese Rüpel haben die Kontrolle in diesem Gebäude übernommen. Der Boss sagt, dass er nach starken Pokémon sucht. Ich hoffe, dass unser Präsident Ärger vermeiden konnte. Oh, ich hätte jetzt gedacht, du arbeitest für Team Rocket und nicht für die Silphco. Na egal. So, gehen wir noch eine Etage tiefer. Durch das Training von Sai dauert das natürlich. Übrigens, Sai ist ein Mädchen. Habe ich rausgefunden. Will ich hier nochmal erwähnen, um das nochmal klarzustellen. Sai ist ein Mädchen. Falls ich wieder er irgendwann sage, meine ich damit Aerodactyl. Ich weiß, Aerodactyl ist auch ein Männchen. Aber Pokémon sind bei mir immer männlich. Bis auf Chanera vielleicht. Aber dann heißt es bei mir nicht die Chanera, sondern das Chanera. Das heißt aber auch nicht der Aerodactyl, das heißt immer das. Ach, keine Ahnung. Psst, siehst du nicht, dass ich mich verstecke? Oh ja, doch, habe ich gesehen. Deswegen bin ich eigentlich hierher gekommen. Ich habe überhaupt nicht gelesen, was für Items da gerade drin waren. Wenn ich ehrlich bin. So, hier haben wir auf jeden Fall einen Gegner. Und hier ist, glaube ich, auch ein Weg, um zu Gary zu kommen, ne? Wenn ich mich nicht irre. Mein Pokémon erwartet dich! Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Anhand dieser vielen Ausrufezeichen würde ich schließen, dass er ziemlich aggressiv drauf ist. Mann. Oh nein, ein Elektroball. Ich hasse Elektroballs. Ich würde ja jetzt auf Gary wechseln, weil wir dann den Angriff senken könnten und damit Finale nicht mehr so viel abziehen würde. Problem bei der Sache ist, es ist ein Elektro-Pokémon. Das wäre fatal. Also setze ich Ferdinand ein. Oh Mann, Sai, du bringst uns noch alle um Kopf und Kragen. Werd schneller erwachsen. Boah, zum Glück. Zum Glück. Schaufler. Stimmt, Elektroball war ja so overpowered schnell, ne? Warum auch immer. Und generell wurde mir vorgeschlagen, mir noch einen Elektroball zu holen. Und das können wir auf jeden Fall mal versuchen in der Nähe des Kraftwerks. Im Gras soll es wohl einen Voltoball geben. Und wenn wir das kriegen könnten, wäre das schon ziemlich cool, ne? So, jetzt können wir eigentlich mit Biss so ein bisschen agieren. Okay, nur die Verteidigung geschwächt. Ist eh egal, da wir ja jetzt das Pokémon wieder wechseln werden. Wobei Elektroball war sein einziges, glaube ich auch, ne? Ich glaube schon. So, Sai erreicht Level 18. Hat auf jeden Fall schon mal drauf gehört, hier ein bisschen schneller zu wachsen. Du schwächliches Pokémon! Mist! Oh, der ist wirklich ein bisschen böse. Ich möchte nur mal ganz kurz gucken. Ist das schon der Weg zu Gary? Weiß ich gar nicht. Ich gehe den Weg auch gleich wieder zurück. Oh, ne. Dritter Stock sind wir wieder. Dann würde ich aber gerne mal den anderen Weg ausprobieren. Wo sind wir gerade? Oben reingegangen, oder? Sind wir oben reingegangen? Ne, wir sind unten reingegangen. Ah, Mist. Orientierung und so, ne? Ihr wisst. Okay, gehen wir oben rein. Oh, auch falsch. Okay. Dann war mir so, als wenn das hier... Irgendwo war so ein Professor, der halt den Weg zu Gary für mich immer so ein bisschen markiert. Ja, ich weiß, der Part ist eigentlich schon zu Ende, aber ich würde gerne hier noch zumindest diese Ebenen nochmal alle abchecken. Hier war das. Hier kommt jetzt dieser Professor, ne? Genau. Jetzt nur die Frage, war das tatsächlich auch der Beamer da? Ich weiß es nicht genau. Ich versuche mal. Mal sehen, ob es der war. Ja, hier kommt schon Gary. Oder? Ich glaube. Nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Oder war hier das Pokémon Center? War hier das Pokémon Center? Dann würde ich gerne hier erstmal hin. Ja, hier ist das Pokémon Center hier drin. Das ist cool. Dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle erstmal eine Pause. Sehen uns dann gleich... Beziehungsweise für euch übermorgen im nächsten Part wieder. Bis dahin und tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen.